Die Erziehung, wenn man so will, benötigt drei Pfeiler. Einmal den Antrieb. Und der Antrieb, der Motor, funktioniert erst, wenn Treibstoff da ist. Ja, und wenn du Antrieb und Treibstoff hast, musst du dich bewegen. Das sind so die drei Bestandteile. Du brauchst Treibstoff, du brauchst Antrieb, um am Ende was zu tun, um am Ende sich zu bewegen. Fehlt einer dieser drei Bestandteile, dann hast du keinen Erfolg, dann hast du dich nicht hinbegeben zu deinem Ziel. Der Antrieb des Muslims ist seine Aqida, die Glaubenslehre. Das treibt dich an, dass du weißt, Allah sieht dich, dass du weißt, Allah hört dich, dass du weißt, Allah wird dich zur Rechenschaft ziehen, dass du weißt, Allah hat das Paradies erschaffen und die Hölle erschaffen. Es gibt Malakul Maut, der Engel des Todes. Das alles ist die Kraft, die dich treibt. Aber der Antrieb funktioniert nur, wenn da Treibstoff da ist. Und der Treibstoff ist die Ibadah. Wenn der Treibstoff richtig ist und genug da ist, dann hast du den Antrieb, dann bewegt sich das Ding, dann hast du einen guten Charakter. Die Bewegung hin zu Allah geschieht wie durch Charakter. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam hat die Aqida gekoppelt an das Benehmen. Er sagte alaihi salatu wasallam, wer an Allah glaubt und an den jüngsten Tag, der soll Gutes sagen oder schweigen. Das ist was? Das ist Benehmen. Das heißt, derjenige, der nicht Gutes sagt oder schweigt, der hat ein Problem mit seiner Aqida. Der hat die Aqida nur in der Theorie gelernt, aber nicht verstanden, wie er sich bewegt mit dieser Aqida. Das ist genauso wie jemand, der hat sich einen schönen Motor besorgt oder der kennt sich aus mit dem Motor, wie viel Kubik und PS und so weiter. Expert. Aber er bewegt sich keine zwei Meter, dieser Mann. Was hast du jetzt von diesem Wissen? Der Antrieb dieser Aqida brauchst du bis zum Tod. Bis du stirbst, musst du dich mit Allah beschäftigen. Nun, Charakter und Benehmen, gibt es da einen Unterschied? Wir haben erst einmal den Begriff Akhlaq. Akhlaq bedeutet Charakter. Akhlaq kann man auch als Moral übersetzen. Akhlaq wird auch als Ethik übersetzt. Akhlaq wird auch als Benehmen übersetzt. Aber wir haben noch einen anderen Begriff und das ist Al-Adab. Adab, das bedeutet Benehmen. Natürlich gehört ein gutes Benehmen zu einem guten Charakter. Also Benehmen ist eine Rubrik des Charakters. Und was meinen wir mit Benehmen? Also die praktische Umsetzung, Handlungen, das ist Benehmen. Also Al-Akhlaq und Al-Adab haben Gemeinsamkeiten, aber wir meinen unterschiedliche Sachen. Akhlaq im Sinne von diese Grundhaltung, insbesondere die innere Dimension, und Adab, Benehmen, also die äußere Dimension, wie du es umsetzt in Taten, in Handlungen. Und daher, liebe Geschwister, nochmal, das sind die drei Aspekte. Du brauchst den Treibstoff, das ist die Ibad. Du brauchst den Antrieb, das ist die Aqida. Und du brauchst die Bewegung hin zu Allah und das ist der Charakter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Charakter verbessern und möge Allah azza wa jall uns helfen, dass wir ein gutes Benehmen haben und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken und uns die Anbetung versüßen, sodass wir ihn mehr anbeten als sonst.